Herzlich willkommen zur Ziehung der Tageskarte für den 24.03.2023. Ich bin gespannt, was uns die geistige Welt heute mitteilen möchte, womit wir uns am besten beschäftigen und was wir am besten heute bearbeiten können. Und da fliegt sie schon, die Karte. Und wo fliegt sie hin? Auf dem Boden. Die drei der Münzen. Die Stärken dieser Karte sind Teamarbeit und gute Organisation. Also sie unterstützt uns, wenn wir etwas in einem Team erreichen wollen oder auch etwas organisieren sollen. Die Chancen dieser Karte sind, Menschen mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fähigkeiten arbeiten zusammen und erzielen gute Ergebnisse. Kein Mensch kann alles. Niemand von uns ist allwissend oder allmächtig und wir können die Fähigkeiten von den Menschen um uns herum, mit denen wir zu tun haben und zusammenarbeiten, nutzen, um unser eigenes Wissen, unsere eigenen Fähigkeiten optimal zu nutzen und auch auszubauen. Hierbei sollten wir aber auch darauf achten, nie zu perfektionistisch zu sein, denn die Perfektion, die wir uns erträumen und vorstellen, gibt es nicht. Die ist nicht erreichbar in dieser Dimension. Die Schwächen dieser Karte sind halt, zu perfektionistisch zu sein und die Gefahren, sich in Details zu verlieren, die einen nicht weiterbringen, sondern im Gegenteil die Entwicklung blockieren. Der Mensch hat die Art an sich, alles so detailreich und perfekt, wie es nur geht, zu machen. Da es aber keine Perfektion in dieser Welt gibt, denn es ist nichts perfekt und es ist niemand perfekt. Von dieser Illusion sollten wir uns verabschieden. Wir gehen da viel zu sehr ins Detail rein, wir halten uns auch in Kleinigkeiten auf und verlieren das große Ganze aus den Augen. Das sollte nie passieren und schon gar nicht, wenn wir mit anderen zusammen zu einem Ziel hinarbeiten. Die Botschaft dieser Karte ist, wenn wir offen dafür sind, Wissen von anderen zu empfangen, öffnen wir eine Tür zum Erfolg, ob persönlich oder anderweitig. Konzentriere dich auf deinen Teil und glaube daran, dass andere ihren Teil dazu beitragen werden. Diese Karte erinnert uns daran, wir können nicht alles alleine machen. Wir können nicht jeden Weg komplett alleine gehen. Wir müssen uns auch auf andere verlassen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Thema und bis morgen.